Richtig, lieber Martin, es wird ergreifend. Jetzt gleich im Main Tower nachts in Frankfurt-Bornheim dringt nämlich ein fremder Mann durch ein Fenster in eine Wohnung ein und vergeht sich dort im Kinderzimmer an der 6-jährigen Tochter. Die Mutter hat heute tatsächlich den Mut gefunden, exklusiv mit uns zu sprechen. Eine schwere Geschichte jetzt direkt bei uns in Main Tower. Live aus dem Main Tower Studio in Frankfurt, Petra Neftel. Mittwochabend, 18 Uhr, herzlich willkommen bei uns im Main Tower. Sehr schön, dass Sie dabei sind und das bewegt Hessen heute. Des Nachts steigt ein fremder Mann durchs Fenster ein und missbraucht die 6-jährige Tochter. Das, was klingt wie eine Folge einer Thriller-Serie, die größtmöglichen Albträume für Eltern, das ist Familie G. aus Frankfurt-Bornheim tatsächlich passiert. Sabine G., die Mama des kleinen Mädchens, hat heute tatsächlich den Mut gefunden, mit uns über das Unvorstellbare zu sprechen. Wir werden an der Geschichte auf jeden Fall dranbleiben. Großeinsatz der Retter in Nordhessen und das über 20 Stunden lang. Gestern Abend bricht ein Feuer in einer Werkstatt in Niestetal aus und greift ganz schnell auf den benachbarten Getränkemarkt über. Nebenan steht aber auch noch ein Mehrfamilienhaus. Alle Anwohner werden aus den Wohnungen geklingelt und haben Angst. Patrick Richter ist einer von ihnen. Was sonst noch passiert ist in Hessen? Weitere Meldungen jetzt von Katharin von Draschkozi. Rauchen, Alkohol, harte Drogen, gehören in diese Aufzählung tatsächlich auch Stuhl und Sofa? Ja, das besagen jedenfalls neue Studien. Sitzen ist lebensgefährlich oder eben zumindest lebensverkürzend. Krankheiten wie Diabetes, Herzinfarkt, aber auch Krebs befördert durch zu viel Sitzen. Wichtig für uns alle, was können wir dagegen tun? Es war ein Schaulaufen und ein Brustrausstrecken, ein roter Teppichgewackel und zudem war es einfach herrlich anzusehen. Die Lea Awards wurden gestern Abend in der Frankfurter Festhalle verliehen. Dabei hochkarätige Promis, die unsere hochkarätige Reporterin Janine Hildmann alle vor ihr Mikrofon bekommen hat. Ganz genau, dazu erzählen wir Ihnen auch gleich noch ein bisschen mehr. Unser Pflanzenflüsterer, der ist es ja gewohnt, für Sie und für die Schönheit Ihrer Gärten und Balkone zu kämpfen. Aber einen solch ungleichen wie auch harten Kampf, den musste unser Pflanzenflüsterer eigentlich noch gar nie bestreiten. Die Monster-Jucca-Palme von Niedernhausen hat unseren Pflanzenflüsterer echt Nerven gekostet. Wir sind gespannt, liebe Zuschauer. Ja, ich habe es unten im Main Tower Studio tatsächlich nicht mehr ausgehalten und wollte endlich mal bei diesem schönen Wetter rauf aufs Main Tower Dach, wo normalerweise eigentlich immer nur mein lieber Kollege Thomas steht. Ja. Thomas, es war ja sensationelles Wetter heute hier in Frankfurt. Sommerlich war es. Wir haben ein paar Bilder vorbereitet. Ich möchte natürlich am liebsten morgen hier wieder mit dir aufs Main Tower Dach. Ja. Allerdings nur, wenn du mir zusicherst, dass die Temperaturen und auch der Sonnenschein so ähnlich weitergehen. Also mit den Temperaturen sieht es gar nicht so schlecht aus, in Frankfurt zumindest. Aber von Norden kommt Gewölk auf. In Flensburg ist es schon durchwachsen, in Hamburg in Kürze. Und wir kriegen es dann auch irgendwann mal ab, also es wird schwieriger. Okay, dann gucken wir uns mal an, wie es weitergeht, oder? Ja. Ja. Die nächsten 24 Stunden, so sieht das gar nicht Grad, also 22, 23, vielleicht sogar 24, sieht tatsächlich nicht so schlecht aus. Herrlich hört sich das an. Damit sind wir raus für heute. Lieber Thomas, wir sehen uns morgen Abend um 18 Uhr wieder. Jetzt geht's weiter mit den Lea Awards. Ihnen viel Spaß dabei.